Tag Leute, dann sind wir wieder und dann gucken wir, was wir hier geschafft haben. Erste Mannschaft Platzierung weiter. DFB-Pokal nicht qualifiziert. Finanzielle Ergebnis 340 Videos. Stadionauslastung 23%. Neuzugänge 10. Viel feststehende Zugänge der neuen Saison 4. Anzahl der Abgänge. Neuen Saison 4. Beste Neuzugang André Troben 3,0. Beste Entwicklung Tim Sebastian Wohlfahrt. Genau, Einigungsschwer haben sie für die aktuell einen neuen Profikarte unterschrieben. Spieler, beste Spieler Nuri, beste Torschütze Tim, beste Vorlagen Biermann. Saisonziel, obere Tabellenhälfte und Nichtabstieg, super. Zielsetzung, Ergebnis, ja. Sie haben Saisonziel erreicht und erhalten einen Bonus von 116 Punkten, schön. Spieler, der fairste, Flamir Solami. Christian Tölking, der unfairste, der jüngste, Banghadi. Der älteste, Ugus. Eintracht, 68. Ja, nee, ist klar, mit 68 spielst du noch Fußball. 1944 wurde der geboren, nee, ist klar. Oh, und wie viel? Ein Tor hat er mit links nicht geschossen. Ist er reingesprungen in den Ball. Alter Falter. Das ist, wenn man Datenbank, wenn man so viel im Editor rum eiert, ja, dann passiert sowas. Prokop, der effektivste, Stefan Richard, der beste, Mike Lukowitz, der Joker, Kevin Krotke. Top und Flops. Bester Sturm Hannover, schlechtester Sturm Nordstedt, die beste Abwehr. Hannover die schlechteste Abwehr, VfB die fairste Mannschaft, VfB, okay. Und fairste Mannschaft Goslar die beste, ja, okay, da hat Hannover dominiert. Boah. Sehr schlechtes Finanzergebnis, Team verbessert, Reserve verbessert, Jugendabteilung verbessert, taktische Verbesserung, Glück mit Verletzung, Fairplay, Geld alle eingehalten, Zugänge, Topspieler, lange Verträge. Und da rotiert es jetzt durch, rote. Die ganzen Ligen werden jetzt bearbeitet. Und wir sehen das TSG Hoffenheim Logo, wo sie ja immer noch nicht zufrieden sind. Also viele Mannschaften, also Fans, dass der Hoffenheim ja in der ersten Liga spielt. Ist ja kein Traditionsklub, weil sie auch 1899 gegründet wurden, sind sie keine Tradition. Nee, kannst du vergessen. Weil sie nicht in der ersten Liga gespielt haben. Ne, sind keine Tradition. Schwachsinn. Nur weil jemand da Geld drin gepumpt hat, ist keine Tradition mehr, oder was? Wo fehlt mir die Logik? Was haben wir die Fernsehgelder? 25 Millionen für Bayern, Dortmund. Yo, Paderborn kriegt noch 6,3. Zweite Liga Nürnberg, Sandhausen, 30.000 plus. Boah. Dritte Liga, natürlich die zweiten kriegen nichts. Cottbus, Bielefeld, Osnabrück bleibt ja in der dritten Liga und zusammen. Saison Zusammenfassung. Jo. Absteiger der Saison. Und Aufsteiger. Absteiger Paderborn, Augsburg, Heinheim, Sandhausen, Stuttgarter, Kicker, Schams nicht. Sonnengroß, Asper auch nicht, Mainz auch nicht. Neumünster, Nordstadt, Lübeck, das wissen wir. Meuselwitz, Blauen, FC Greil, Rodingerhausen, FC Henn, 05, Kassel, oh oh. Asia Waldhof und OFK Primansens. Da kommt jetzt der Benjamin Auer wieder. Der hat ja nach 2012 hat er eigentlich Karriereende gemacht. Und hat sich gesagt, so, möchte wieder Fußball spielen und ist jetzt dahin gewechselt. VfR Garching. Aufklärung ist SV Eichste. Harris Usini. Originalliga Bayern. Jena und Hannover steigen auf. Jo, Cottbus, Dresden, Bochum, RB. Jugendarbeit, ja, Dortmund, ist klar, Ligaentwicklung, yo,
Die Durchschnittsmannschaftsstärke der Liga stieg um 1%. Der Punktewert des Landes in der Verwehr stieg um 8%. Schön. Die Durchschnittsmannschaftsstärke der Liga stieg um 1%. Der Punkte, ja, das ist immer dasselbe, schön. In der Regionalliga Nord. Jo! Das ist doch schön. FIFA-Rang ist in Spanien. Wo ist dann Uruguay? 11. Ja, Europas Top 11. Da war mal ein. Ach du Scheiße, Andulia. Andulia. Marcelo. Arribas. Perin. Wer ist er denn? Rio Aveo. Aus Brasilien. Leon. Ramirez. David Silva. Mike Hamsik. Machizo, Lamela, Insigi, Lorenzo Insigi. Okay. Oh, wir sind dabei. DFB-Pokal. Herzlich willkommen zur Auslosung in der ersten Runde. Eigentlich müssten wir auch mit einer den ersten sein. Wir sind ja in der Regionalliga und die werden ja meistens. Da ist ja mal so ein Topf, zwei Töpfe und dann. Oder fünf oder sechs, keine Ahnung. Lassen wir mal durchlaufen. Hansa Rostock gegen Schalke. Erzgebirge Aue. Gegen Mainz 05. SV Jans Regenburg. Gegen SC Paderborn. Die abgestiegen sind. Rot-Weiß Essen gegen Hamburger SV. Okay. Also wie jetzt und gegen wen spielen wir? Oh, VfL Bochum. Die sind aufgestiegen. Also die können. Kann passieren, dass sie uns fertig machen. Aber wir müssen eigentlich in die nächste Runde. Dann kriegen wir Geld. Das brauchen wir. Euroleague, Wolfsburg, Gladbach, Stuttgart. Champions League, Schalke, Dortmund, Leverkusen, Bayern. Schön, schön. Lädt, bitte warten. Lädt, bitte warten. Oh, habe ich gegen Mikro geschlagen und wieder ausgerastet. Warum akzeptiert denn eigentlich jeder RB Salzburg? Ja, oder mache ich gerade meinen Tisch sauber? Achso, spielt die menschliche Seite eines Spielers auch eine Rolle bei den Transfers? Natürlich, ein Spieler ist auch immer sozial in sich ein Teil der Mannschaft, da muss es einfach passen. Genau das. Moral plus 3. Muss ich die anderen gar nicht vorlesen, so würde ich auch in Wirklichkeit sehen. Jo, wir nehmen dich in der Ruhmshalle auf Training. Müsste irgendwie noch Niemeyer kommen. Bim, 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 bim. Jo, erste Runde. Obere, ja, auf jeden Fall. Sagen wir zweite Runde. Dritte Runde. Werden wir. Ich sag, wir werden mal den Pokalschreck. Ups, Entschuldigung. Was? Das ist eine Lüte. Ändern die 1. Die 16 können wir akzeptieren. Webseite. Rückennummer 12. Jo. Die 5. Genau für den Verteidiger. Wird immer Tiefen oder Tiefenzahlen. Das sind für hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist für die Abwehr. Und die anderen sind dann 10 bis 20 ist für den Mittelfeld und so Gegnern oder auch für Sturm. Teling ist sehr traurig über den Abschied. Dieser Verein war ein Teil meines Lebens und ich werde die Mannschaft, die Fans und den Trainer immer in guter Erinnerung behalten, meint er. Vielleicht komme ich eines Tages zurück. Ja, wo gehst du denn hin? ins Arbeitslosenamt. Für eine Saison Verlust gemacht. Jo, Pokalprämie 100.000. Gegen Bochum kein Fanclub treffen. Wir hatten auch kein Geld.
Würde sich gerne freuen, ja, wenn er Nationalspieler wird. Ist wieder ein bisschen verärgert. Ja, Christian ist über seinen Verlust eines Freundes. Er wollte doch nicht verlängern. Ja, ich bin traurig. Die alte Bekannte. Jan Meyer. Meppen, Osnabrück. Kommt er denn her? Oh, auch in Meppen. Schön. Würde sich gerne freuen, ja. Du bist über neu begeistert. Da sind das schon die 10 Punkte wieder weg. Schön. Womit ist jetzt unter Vertrag? Angebot für den Hauptsponsor, ja. Standesgemäßes Vorstellung. Hauptsponsor. Vodafone, oh genau. Ein Jahr, das gefällt mir schon mal. Und gleitet hier runter. Kloppen. Dass wir da ein bisschen näher kommen. Und mal hier ein bisschen Geld fordern. 67.000. 70.000. 73.000. Los, Jungs. Wir wollen. Also für ein Jahr würde ich noch näher gehen dann. Aber immer ein bisschen zappeln lassen, den Vodafone. Ich weiß nicht, ich kann jemand Trikots machen. Wäre schön, wenn irgendjemand ein Trikot machen könnte von BV Kloppenburg mit Vodafone-Zeichen drauf. Komm, wir gehen mal 77.000, gehen wir mal 1 zu. Da kommen wir mal ein bisschen näher. 424.000, 80.000. 121.000. Oh, komm. Kommt noch mal. Los. Und so unterschreibe ich. Komm, unterschreiben wir. 84.000. Da können wir mit zufrieden sein. Meet and greet mit. Jo, Biermann. Mannschaft. Jo. So sieht er. Machen wir mal kurz den Assistenten durchballern. Julian Mennert 54. Mal gucken, ob wir den Vertrag verlängern können. Oh ja. Müsste auf jeden Fall einige Matches machen. Auflaufprämie 100, 160. Torprämie 1000er kriegst du. Zu uns 2 Jahre Gehaltskürzung. Abstieg darfst du nehmen. Nehmen wir mal raus. Also Abstieg. 50%, nicht Aufstieg, 50%. Nächster Anteil 10%, jährliche Erhöhung 6%. Mal sehen, wie wir runtergehen könnten. Da machen wir mal 25.000. Ah, das ist bestimmt wegen die Torprämie. Ja, das ist wegen die Torprämie. Oh, geht das jetzt? Jo. Weg nur schnell verlängern, dass wir den auch ausleihen können. Weil den würde ich gerne nur ein Jahr ausleihen. Da sehen wir Jan Meyer. Trainingslinie natürlich. Nur die wichtigen. Grätsche. Zweikampf. Robustsein, lange Pässe, kurzer Pass. Ja, das, jo. Da müssen wir für den Malte noch ein bisschen machen. Tripling 65. Oh, kurzer Pass 75, Junge. Was kann er denn noch? Machen wir einen Torhüter nochmal rein. 55. Ausdauer 70. Ballkontrolle, jo. Schön, dass er das alles so gut kann. Den Werke Torhüter, ja, mal 75. Rosenkov. Ja, auf jeden Fall, der muss er auf jeden Fall trainieren. Den die Manndeckung, Oldhof, Toben. Oh, der hat sich nochmal stark entwickelt. Schön. Na, Nuri auf jeden Fall 70. Oh, so 72 Ausdauer schon. Er ist eigentlich zu stark für die Mannschaft und hat trotzdem nur eine 58. Tripling nochmal verbessern. Andrit. Oh, da hat er auch stark entwickelt. So.
Philipp, jo, schon 61. Kupfer, ja, das müssen wir alle verbessern bei ihm. Und da der Robin, unser Torwart, boah. Der ist schon stark. Kann man noch mal irgendwie. Ballons, dass es nicht ausfällt. Beweglichkeit, Antritt. Robustsein, ja. Da ist unser Karal Bulut. Tripling, Ballkontakt, Flanken, Beweglichkeit, nochmal Torriecherin. Matthias Hummel. Robustsein, oh. Manndeckung. Zweikampf. Jo, da sind wir immer durch. Guck mal, wie wir aufstellen. Auf jeden Fall den Flip mitnehmen. Den Erde raus. Wieland natürlich rein. Der wird natürlich auch Anfang spielen. Kann er denn schon Deutsch? Jo, er kann Deutsch. Schön, schön, schön. Ja, ist wirklich schön. Jan Meyer. Natürlich wieder wechseln. Wer ist denn eigentlich immer der Spielmacher? Ja, Osik und so. Und Rom. Oh, das war ein guter war ein super Transfer, den auszuleihen. Eine 56. Halt der irgendwie was nur mit der 50 haben. Schön, schön. Und da freue ich mich. Hoffen, dass wir uns dann in der nächsten Folge, wenn es zu der Vorbereitung geht. Und dann ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.